Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrub Mechanics. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin Oxab und wir legen auch gleich los. Und zwar heute mit einer Kreation von Floshy, um genau zu sein, drei Kreationen, die aber miteinander zusammenhängen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe schon versucht, es zu verstehen, als ich es gelesen habe. Es ist ein Pfeff-Prüfstand. Wahrscheinlich kennt sich jemand, da weiß jeder, also weiß jemand, also jemand, der sich mit der Thematik beschäftigt oder irgendwie damit zu tun hat, wird wahrscheinlich wissen, was das ist. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mega gespannt und ich lasse mich überraschen. Ja, gestern wieder vergessen, die Leute zu gratulieren. Und zwar einmal Armando Pom, Beaterist und Hapsel. Euch beiden, euch dreien. Happy Birthday to you. Nachträglich. Happy Birthday to you. Nachträglich. Alles Gute zum Geburtstag, ihr drei. Lasst euch reich befeiern und beschenken. So, okay. Das war peinlich. So, auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier diese drei Kreationen. Ich habe, wie gesagt, keinerlei Ahnung, was das sein soll. So, wir haben hier einen Knopf. Ich mache jetzt hier mal. Ich drücke einfach mal hier den Knopf. So, das klappt sich schon mal interessant zusammen. Okay, und jetzt? Dann den Schalter. Drücken wir mal den Schalter. Hier ist noch ein Schalter. Da ist eine Lüftung. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was genau das machen soll. So, also das ist auf jeden Fall eine Glock, die hier einfach durchläuft, aber sonst macht sie eigentlich nichts. Okay. Ich mache aus dem Ventilator, okay. Für was steht denn Pfeff? Warte mal, im Kasten N11. Ist ein Motor in Prüfung. Er hat zwei große Tanks. Ach so. Doch falls eine leer geht, ist immer noch der große Tank an der Decke da. Wo sind denn die Tanks? Ist das der richtige Kasten oder ist es das hier? Warte mal, vielleicht haben wir da den leeren, oder? Das ist nur ohne Motor. Ach so, ah, okay. Also das hier ist ohne Motor. Okay. Gut. Ich verstehe. Und das hier ist jetzt mit Motor. Ah. Aha. Okay. Das sieht schon mal ein bisschen anders da aus. Was ist denn das? Gibt es das bei... Ist das eine... Haben wir eigentlich eine Mod? Nö. Hä? Seit wann gibt es denn so einen Block? Hm. Ah, doch, muss mit Mut sein, weil die Schalter hier sind. Da hast du aber jetzt ehrlich gesagt Glück, weil du mir mich gar nicht dazu geschrieben hast, dass man Mods braucht. Das ist, ja, da hast du jetzt wirklich großes Glück. Warte mal, vielleicht steht ja hier, stehen hier Mods dabei? Auch nicht. Also da hast du echt großes Glück, dass ich so viele Mods habe, weil normalerweise, wenn jemand keine Mods reinpustet und ich habe diese Mods nicht, dann stelle ich die Kreation nicht vor, weil ich werde nicht nach Mods suchen, die benötigt werden, weil es gibt zu viele Mods und ja, deswegen immer Mods dazu schreiben. Aber okay, kommen wir zu dem Motor hier. Also das hier ist jetzt ein Motor. Ah. Okay, das ist aber ein großer Motor. Für was ist dieser Motor? So, und jetzt werfe ich den an, oder? Ne, jetzt macht man den auf. Er hat zwei Tanks, okay. Und falls der leer sein sollte, hat er noch hier so einen großen Tank. Okay. So. Achso, okay. Hier haben wir so eine Leitung. Komischerweise ist hier der Knopf weg für diese Leitung. Und für den Ventilator auch. Ah, der wird jetzt von dem Motor angetrieben. Okay. So, wenn ich jetzt auf den hier drücke, geht das wahrscheinlich an. Okay, also der kann sich jetzt aktuell nicht drehen, weil
Ja, weil der wahrscheinlich zu schnell dreht. Wenn man dann langsamer macht. Mal rausfinden, welcher Motor das ist. Wahrscheinlich schon der hier. Warum dreht sich das so langsam? Ach, weil das so ein Mod-Motor ist. Also der ist eigentlich... Ja, das ist nicht der richtige, oder? Ah, jetzt ja. Komisch. Auf jeden Fall sieht das komisch aus so. Hätte man anders da lösen müssen. Ich finde ein bisschen wenig Platz hier drin, aber gut, das sei mal dahingestellt. Eine sehr interessante Idee. Ich weiß zwar immer noch nicht, was genau das ist. Ich vermute mal, hier wird einfach der Motor getestet. Und deswegen gibt es hier so einen Lüftungsschlauch, ja, dass die Dämpfe von dem verbrennten Benzin nach draußen befördert werden. Was ist das für ein Knopf? Achso, zum Zumachen. Das ist mir ein Rätsel, warum man so ein Tor bauen muss. Oder ich kenne kein Tor, das so funktioniert. Das hier sorgt für extreme FPS-Einbrüche, ja. Also das ist wirklich übel, was das an FPS kostet. Sowas finde ich aber so, naja. Weil das hätte man gar nicht so kompliziert machen müssen. Das sieht zwar vielleicht ganz nett aus, aber dann... So, jetzt ist das weg und jetzt läuft das auch vernünftig von den FPS her, ja. Also das ist... Da hätte es ein ganz normales Scheunentor getan, um ehrlich zu sein. Also so ein Tor habe ich noch nie irgendwo gesehen. So, aber sonst eigentlich eine sehr interessante Idee, auf jeden Fall. Der Nutzen ist zwar kaum vorhanden, aber darum geht es ja nicht. Hier haben wir den nochmal so draußen, ne? Also ohne im Testen, also ohne im Testing. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Zylinder. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall cooles Spielzeug. Also schon cool gemacht. Das gefällt mir schon. Sowas gibt es ja in echt dann ja eigentlich auch. Ne? Also Motoren werden ja immer erst getestet. Vielleicht heißt es ja dann auch FEV. Das kann sogar sein. Ja, cool. Auf jeden Fall sehr kreativ. Ne? Es ist einfach mal was anderes. Ne? Meistens baut man ein Fahrzeug oder... Ein LKW, Flugzeug, Auto, ne, das sind so die typischen Sachen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn jemand mal was anderes baut als wie ein Fahrzeug. Also zum Beispiel mal ein Gebäude, eine Attraktion oder mal was ganz anderes, so wie du gemacht hast jetzt. Einfach mal so ein Motortestgebäude oder so. Richtig cool. Finde ich klasse. Sehr schön. Einfach mal über den Tellerrand hinausdenken. Das bringt einen auch im wahren Leben oft dann weiter. Ne? Also wenn man ja dann immer dasselbe macht. Und immer das macht, was andere machen, dann kommt man meistens, ja, man kommt schon vorwärts, so ist es nicht, aber wenn man wirklich so richtig kreativ ist und sein eigenes, was eigenes erfindet, ist das halt was ganz anderes. Also sowas kann ich euch allen nur empfehlen. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also von euch ein Like da lassen. Was machen wir eigentlich morgen? Machen wir morgen wieder mal ein bisschen was bauen? Ich hatte die Rakete von letztens, die fand ich so cool. Ich hätte eigentlich mal Lust, wieder eine Rakete zu bauen. Wir hatten ja damals, es hat ja damals eigentlich alles angefangen mit der Rakete. Und das ist ja auch unser meist geschautes Video. Das wäre eigentlich super cool, wenn wir wieder mal eine Rakete bauen. Aber diesmal nicht so eine mit dem Wissen wie damals, sondern mit dem Wissen wie heute. Da könnte man, glaube ich, schon was Krasses entwerfen. Und ich fand die Rakete von Shadow, war das Shadow? Richtig cool, dass der die Triebwerke abwirft. Das fand ich richtig geil. Das finde ich, würde ich gern ausprobieren. Das wäre was. Mit so einem kleinen NASA-Zentrum vielleicht noch. Das wäre mal was. Ja, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns dann morgen. Im Start der Woche. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ciao, ciao!